Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ja, wie ihr gesehen habt, habe ich gestern noch diesen amerikanischen Krautsalat gemacht. Ich bin mal gespannt, wie der schmeckt. Ich habe den jetzt zum ersten Mal gemacht und habe auch gewartet, bis Luisa im Bett ist, damit ich da einfach so ein bisschen mehr Zeit dafür habe, mich darauf konzentrieren kann. Das Krautschneiden hat auch tatsächlich länger gedauert, als ich eigentlich dachte. Und wenn ihr es gesehen habt, ich habe vegane Mayonnaise genommen. Bei uns im Rewe, ich war total perplex, gab es 3 verschiedene Sorten vegane Mayonnaise. Ihr wisst ja, dass ich mich so ein bisschen versuche, in die Richtung vegan wieder zu bewegen. Aber es hat auch einfach den Grund, dass ich denke, bei sowas, wenn kein Ei drin ist, dann hält sich einfach jetzt der Krautsalat auch länger. Das finde ich eigentlich auch total gut. Ich habe ihn heute früh mal umgerührt und probiert. Der muss ja einen Tag lang durchziehen. Und ich finde ihn bis jetzt gut. Wir schauen mal, wie er sich noch entwickelt. Also sind wohl diese Milchsäurebakterien, die das Kraut so weich machen. Deswegen muss der einfach ein bisschen durchziehen. Christian war auch schon fleißig. Der war heute Morgen schon beim Haus und hat da den Mutterboden in Empfang genommen, weil wir am Wochenende jetzt den Teich ganz zuschütten. Und was wir heute Morgen, bevor ich zum Unterrichten gehe, auch unbedingt noch machen müssen, ist diese Stapfen, also diesen Hand- und diesen Fußabdruck von der Luisa, damit ich den heute noch zur Post bringen kann. Also ich werde heute noch das Muttertagspäckchen fertig machen. Ich hatte ja bei Amazon jetzt diese Abdrücke bestellt, wo man eben den Hand- und den Fußabdruck vom Baby machen kann, ohne dass das Baby mit dieser Tinte in Berührung kommt. Und das wollte ich eben meiner Mama zum Muttertag schenken, inklusive 1-2 gerahmten Bildern von der Luisa. Ich denke, da freut sie sich auf jeden Fall drüber, weil sie hat sie jetzt einfach so lange nicht mehr gesehen. Und da wollen wir der Oma eine kleine Freude machen. So, jetzt erstmal kurz Kaffee und dann nehme ich euch mit für die Abdrücke. Also Luisa, auf geht's. Einmal feste draufdrücken. Funktioniert ja klasse. Komm, wir tun das mal kurz weg. Na toll. Ich glaube, ich hab's vor uns. Nein, ist es geklappt? Es hat geklappt. Ja, cool. Dies super. Passt. Ja. Und einmal. Wie soll das gehen? Sie verkrampft. Mach mal so. Mach mal so. Sie will das ja nur anfassen. Das kommt mir schwierig vor. Mach mal so. Mach mal so. Mach mal so. Patz, patz, patz. Keine Ahnung, wie ich das machen soll gerade. Ja, legst du mal so ein bisschen rein. Fingerabdruck haben wir schon mal. Macht ja nichts. Ich glaube, das ist nichts. Ui. Wow, ich glaube, das wird was. Ja, komm, ist doch okay. Oder? Naja. Sollen wir es nochmal machen? Ich hätte gerne ein bisschen mehr Kompletti. So, wir versuchen es nochmal. Ist aber wirklich schwierig mit der Hand. Ui, der Papa macht es toll, gell? Schauen wir mal. Die sind echt ganz schön geworden. Wir haben jetzt 2-mal Hand und 2-mal Fuß. Da ist sie zwar so ein bisschen mit ihren Fingernägelchen hängen geblieben, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Da haben wir jetzt für beide Mamis, haben wir da jetzt jeweils einen Hand- und einen Fußabdruck. Es ist schon gut, dass da 3 solche Platten dabei sind mit jeweils 2 Karten. Wir haben jetzt wirklich alles verbraucht, weil wir einfach noch ein bisschen ausprobiert haben. Aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Hier liegt unser großer Erdehaufen in der Einfahrt. So viel ist es eigentlich gar nicht. Also der Transport hierher war teurer, als der Mutterboden an sich selber gekostet hat. Der kommt dann morgen in den Teich. Dann ist der zu. Ich sitze jetzt hier im Unterrichtsraum und es ist alles irgendwie ein bisschen in die Hose gegangen heute mit dem Unterrichten.
Ich hatte einen Schüler gefragt, ob er später kommen kann, weil mir eine andere Schülerin, die danach gekommen wäre, abgesagt hat. Dann stand er aber im Stau, sodass er es nicht mehr rechtzeitig hierher geschafft hat. Dann habe ich vergessen, dass die eine Schülerin, die danach gekommen wäre, eigentlich gerne noch Online-Unterricht hat. Und insofern sitze ich jetzt hier rum und habe gerade nichts zu tun, außer mir eine neue YouTuberin zu suchen, die ich ein bisschen anschauen möchte, weil ich mit der alten, der ich gefolgt bin, nicht mehr so ganz zufrieden bin. Die hat ein bisschen eine komische Einstellung zu Corona und ja, es ist irgendwie, passt nicht mehr so. Ja, und so sitze ich jetzt hier und habe ein bisschen Zeit für mich. Ist vielleicht auch nicht das Schlechteste, aber ich wäre natürlich auch gerne bei meinem Kind. Ganz untätig war ich jetzt doch nicht. Ich habe ein bisschen Noten rausgesucht und ein bisschen Klavier geübt, was man ja zwischendurch auch mal tun sollte. Und ich habe zwei ganz tolle Bücher wiederentdeckt, die ich mal gekauft habe, als ich mir gedacht habe, ich könnte ja vielleicht so musikalische Früherziehung machen. Jetzt passt das total gut für die Luisa. Ich muss die mal mit nach Hause nehmen und ein bisschen studieren. Und vielleicht finde ich ja das ein oder andere, was ich euch dann auch zeigen kann. Das hier heißt Singen, Klatschen, Tanzen in der Krippe. Genau, also da muss ich echt nochmal durchgucken. Ich habe mir die noch nicht so genau angeschaut, aber da sind echt tolle Spiele drin. Und hier ist immer eine Altersangabe. Da steht jetzt zum Beispiel plus 2. Allerdings sind da auch wirklich schon Sachen drin, habe ich gesehen, ab einem halben Jahr. Hier zum Beispiel. Also da sind bestimmt coole Sachen dabei. Und dann habe ich noch eins. Das heißt Sing, Zwerge und Krabbelmäuse. Sieht so aus. Auch total cool. Ich habe die damals angeschafft und ich habe schon vorher ein bisschen recherchiert, welche gut sind. Also ich glaube, dass da schöne Sachen drin sind. Da zum Beispiel so Schoßspiele, Kniereiter. Hier habe ich euch die zwei nochmal jetzt abgefilmt. Vielleicht interessiert es euch ja. Aber ich werde es euch sicher nochmal vorstellen. Ihr Lieben, was für ein Nachmittag. Ich bin nach Hause gekommen und dann ging es der Luisa irgendwie nicht so gut. Also Christian meinte, dass sie ziemlich viel geweint hätte. Und ja, wir wussten nicht so richtig, woran es liegt. Verdauung eventuell. Wir haben ihr natürlich Lefax gegeben, aber es wurde auch nicht wirklich besser. Sie hat auch jetzt gerade wieder so eine Phase, wo sie quasi auf meinem Arm lebt. Also wenn man sie in den Hochstuhl setzt oder sowas, dann ist sie sofort quengelig und möchte eigentlich wieder raus. Und ich kenne das so überhaupt nicht von ihr, weil ich, gut, trage sie schon viel, aber ich kann sie auch absetzen. Also das war eigentlich nie ein Problem. Dementsprechend habe ich dann zu Hause auch nichts geschafft. Christian musste dann weg und ich war dann alleine mit ihr. Ich wollte eigentlich ein bisschen aufräumen. Ich wollte das Paket für meine Mama fertig machen. Ich wollte vor allen Dingen ein schönes Bild von ihr machen. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also wir haben dann eins geschossen, was wirklich ganz schön ist. Dann habe ich irgendwie trotzdem sie auf dem Arm gehabt und nebenbei aufgeräumt, was natürlich super anstrengend war. Mittagsschlaf wollte sie auch nicht machen. Also ich habe sie zwar auf dem Patsyball gehabt, aber nach 20 Minuten in die Luft starren, dachte ich mir, das Kind schläft offensichtlich nicht mehr ein. Auch untypisch eigentlich, weil wenn sie nicht müde gewesen wäre, dann hätte sie geweint. Also so hat sie wirklich auf meinem Arm gelegen, ganz ruhig, hat Löcher in die Luft gestarrt, aber ist einfach nicht eingeschlafen. Irgendwann haben wir es dann tatsächlich geschafft, dass wir doch los sind. Erstmal zum DM, da habe ich dann dieses Bild ausgedruckt. Das ging Gott sei Dank relativ reibungslos. Ich hatte schon Panik und Sorge, dass ich da jetzt das nächste Problem habe. Aber es hat funktioniert und dann sind wir zum Haus gegangen. Dort habe ich dann das Bild in den Bilderrahmen gepackt. Meine Schwiegereltern sind gerade da und schaufeln schon die ganze Erde in den Teich. Super fleißig. Jetzt sind wir gerade zur Post gegangen und jetzt auf dem Rückweg ist mir Luisa eingeschlafen. Ich hoffe, sie schläft jetzt mal eine Weile. Es ist schon 16:30, also echt spät, aber mir ist es lieber, sie schläft jetzt noch ein Stündchen und geht dann heute Abend später ins Bett, als dass sie heute komplett den ganzen Tag nur eine halbe Stunde geschlafen hat. Also das ist echt zu wenig.
Ich werde jetzt hier noch ein bisschen auf der Bank sitzen bleiben und dann gehen wir zurück zum Haus. Schauen mal, wie lange sie eben noch schläft. Dann werde ich sie mal stillen und dann, ja, weiß ich nicht, ob Christian dann gleich mit heimkommt, ob der dann schon fertig ist oder ob wir dann wieder alleine nach Hause gehen. Also es war anstrengend, aber wir haben jetzt doch noch alles geschafft. Ob das Päckchen allerdings morgen noch ankommt und rechtzeitig zum Muttertag da ist, weiß ich nicht. Ich wollte es nicht mit Express schicken, denn das hätte 28 Euro gekostet. Bisschen viel und meine Mama freut sich sicher am Montag auch noch drüber, falls es erst dann ankommen sollte. In diesem Sinne, ich verabschiede mich für heute. Wir werden jetzt ganz entspannt und ganz ruhig machen. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao.